So, meine Freunde, jetzt gibt's auch die Schnauze für euch, die sind So, was total. bauen wir denn noch? Wir haben jetzt eine Schützenhalle. Bauen wir noch eine Schule der Alten? Jetzt gibt's die Fresse. Auf die Fresse. Jo, Moment, hier sind noch ein paar Paladine, die rumstehen. Das ist nicht wohl der Eiserne auch. Ich bin enttäuscht von dir, mein Freund. Okay. Die zermieren mich aber auch wirklich. Das muss man sagen, ja, die hauen echt rein. Das ist so geil, wie der Golem einfach daran verreckt, dass 60 Waldläuferinnen auf ihn schießen. Ein Golem, der einen Bogenschützen verreckt. Was für eine Schande. Ja. Vor allem, die fügen ihm zwar nur 4 Schaden zu, aber das sind so viele, das läppert sich. Das ist schön. Vorstellen. Oh, da kommt noch eine schöne Trollwelle. Die hat sich. Also die ich sehe, das sind nicht so viele, aber vermutlich siehst du noch. Moment, ach, Ja, da kommen gleich noch andere ran. warte, ich versuch mal was. Versuch mal Tote wieder erwecken. Vielleicht klappt es ja auf die Paladine. Bitte, bitte, bitte. Ach so, das, dann krieg ich so dämliche Skelette. Ich hatte überhaupt nicht, ich krieg ja meine Paladine wieder, aber nein. Okay, das wäre ein bisschen extrem gewesen, wenn ich plötzlich Paladine wiederbeleben kann. Ja, das stimmt, das stimmt. Paladine nachproduzieren. Panzer der Schattenklingen, Riesenfäller und Zweischlag. So. Und damit ist das erste Lager auch gleich schon kaputt. In meine Sehr gut. Paladine ein Ist bisschen da nervt. noch eins? Ja, da ist noch eins. Und da hinten ist auch eine von. Da hinten ist auch eine Kiste, wie ich es dir eben erklärt hat oder so. Ich kann sie dir gleich gerne zeigen, was ich gerne. Einmal gleich erstmal das Lager. So. Bauen, was brauchen wir noch? Ach ja, ein Eisenlager. Was? Ja, machen wir einfach mal. Upgrades, egal ob ich das schon kann, machen wir einfach mal. Willst du einen Ausfall machen? Hä, was? Ausfall? Achso, nee, du willst jetzt zum Thron, okay. Ich komme zu den Thronen. Ich will doch mal die Truhe sehen und öffnen. Die Truhe, die ich meine, das ist die Ah, Truhe ich des sehe sie, Vollen. ich sehe sie, ich sehe sie. Ich laufe mit meinem Helden hin. Moment, siehst du, da eine habe ich schon geplündert gehabt, aber die, siehst du die da ganz hinten, diese noch frisch braune, das sind die, die ich meine. Da sind meistens Runensteine drin oder irgendwas anderes Wichtiges. Meistens, nicht immer. Manchmal ist auch einfach nur ein Kap das drin, den kein Schwein braucht. So, So, nochmal. ich sag jetzt mal hier mit einem So, wie lange jetzt die El wie lange die Elite braucht, um produziert zu werden, okay? Okay. So. Naja, für ein Soba war das schon ziemlich lang, aber für Elite nicht, das stimmt. So, ich mache jetzt mal die Kiste auf. Du sagst, das wäre was Spezielles? Meistens, ja. Also Rüstung. Rune Hexer Antius. Ja. Und Cool. der die ich habe, da war auch Retter, das war auch so eine, da war ein Z-Rüstungsgegenstand und zwar, Moment, wie ich denke. Moment, ich finde. Moment, Moment, hab's gleich. Warte, ich find's Einen doch Moment. bestimmt auch. Bei dir müsste es noch ganz hinten sein. Ich habe es schon sortiert. Ja, ich. Wie hieß denn das Ding? Knochenpanzer der Ahnen. Genau. Gut. Ich habe schon den Knochenpanzer des Berserkers. Den habe ich auch, aber kann ich noch nicht tragen. Und werde ich auch nicht anziehen. Die Ordensrüstung ist schon besser. So, mal eben mit meinen neuen Truppen aufstocken. Wo ist mein Titan denn jetzt? Moment, muss man eben. Ich gruppiere mal sehr penibel deswegen. So. Ich rück einfach mal weiter vor. Meine Waldläuferinnen können sterben, die sind mir scheißegal.
Kira sollte die Anführerin deiner Waldläufer sein. Ich meine, guck sie dir an, die passt da so voll gut rein mit ihrem Bogen. Und ihrem elfischen Aussehen. Sie ist eine Elfe! Ach was! Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, er macht keinen Schaden. Rennt einfach mal vorbei. Lass die Paladin das machen, die erledigen das. Da kommen auch schon. Immerhin haben die, sind sie keine Urok-Champions, das wäre ein bisschen unfair. Oh ja, Champions wäre tatsächlich unfair. Die rennen einfach mal durch. Die halten dann am nächsten Lager an und werden dort weggeschnetzelt. Glaub auch. Yeah, Frostgolem! Nee, oh ja, die gehen jetzt voll auf diesen, auf diese Frostgolems. So, Golem. Du wirst jetzt von Bogenschützen getötet. Es sind zwar enorm viele Bogenschützen, aber du wirst von Bogenschützen getötet. Schande über dich. So, wo ist jetzt mein Eisenlager? Aha, Upgrade für... Oh, cool. Meine Wanderinnen haben jetzt hohe Resistenz gegen Eismagie. Und ich baue die auch relativ fix. Das hätten wir vielleicht früher ein bisschen brauchen können. Ja, aber vorher hatte ich die noch nicht. Warte mal eben, meine Truppen sind schon unterwegs. Wie du auch sehen kannst. Ganz voran daran, der Greifenreiter. Egal, ob deine Truppen unterwegs sind, meine schlagen los. Okay, ich gucke zu und genieße. Wie sie sterben? Ja. Genieße. Genieße. Heldenmonument! Meins! Ich hab Spaß damit. Ich brauch's nicht, ich hab noch. Meins! Und da unten ist eine Kiste, guck mal, siehst du die? Direkt unter dem Monument, also ein bisschen weiter südlich. Jo, da gehe ich hin. Ja, mach ruhig. Da müsste auch ein Runenkrieger drin sein oder irgendwas in die Richtung. Zack, genommen. Und da beschwöre ich mal meine eigenen Helden. Hexer Antias, kann man eigentlich den Helden einmal nehmen? Ah, nee. Ja, man kann jeden Helden nur einmal nehmen. Ah gut, den will ich eh nicht zweimal. Alter, stell dir mal vor, man hätte 5-mal Krieger kaut. Und 5-mal ohne Hose. Da würde Waldes sich freuen. Ja. Oh Gott, ich sehe im Moment 2 oder 3 Lager, wenn ich nicht noch. Nee, das. Und es lag irgendwie. 2. Das sind ein paar Golems hier im Geilen. Zu Ehre Aonis. So, was ist hinten in der Kiste? Priesterin Atira, die hast du ja schon. Oh. Ja, hier, Atira, ja, die ist auch schon drin. Ja. Ey, die töten da schon meinen eisernen Soldaten. Kaum ist er da und schon wieder und stirbt er, ja. Das passiert, wenn du keine Heiler dabei hast. Der Eiserne frisst richtig Schaden. Allgemein die. Oh, nein, Paladin, bleib hin. Allgemein die Helden fressen eigentlich richtig viel. So, ich habe jetzt die Waldläufer extra. Ja, Waldläufer im Nahkampf, wie ich sehen darf. Jo, die machen das schon. Hallo, das sind so viele, die machen das schon. Außerdem sind da deine Palatine dabei. Natürlich. 40 Stück um den Argument, 45. 5 Felsen und ein Titan und ja, mein. Ja, davon sind 47. Ich kann wieder ordentlich weiterbauen. Ich baue diesmal ein paar Ältesten. Verlierst du so viele Truppen? Ich kann weißt du, wie schnell die sterben? Ich kann gerade nur neue bauen, weil ich meinen Einheitenlimiter wieder heben konnte. Nö, ich bin schon bei 80. Ich bin doch bei 50. Naja, ich habe dafür aber auch meine Elite-Krieger. Die halten einiges aus und teilen auch einiges aus. Ich könnte auch mit meinen Elite-Kriegern. Ich glaube, das mache ich auch mal. Ja, jetzt habe ich gerade auch einen Windows XP-Fehler-Sound gehört. Ja, ich wusste es doch. Das ist keine Ahnung, wie das da reingekommen ist. Das ist eine Kiste, wenn ich irgendwie richtig sehe. Ne, bleibst du hier? Okay, das Gebäude. Kiste? Wo ist eine Kiste? Oh, ach, da. Du siehst es doch auch. Meine schon. Felsgrauer Panzer. Den trage ich schon. Magier Schild aus Bergkristall und magische Meisterkugel. Dieser Schild. Ja, deine Geräusche sind gerade mal wieder etwas. Also, ja, du meinst, ich mich mal kurz. Ja. Da du mich ja weiterhin hörst, wir benutzen jetzt einfach mal meine ganzen Waldläufe als Tanks.
Auch wenn Waldläuferinnen dafür gänzlich ungeeignet sind, egal, das sind so viele, die können auch tanken. Oder nee, warte mal. Wir haben doch noch ganz kurz Zeit. Ich will mal das letzte Lager allein vernichten, okay? Gut. Das heißt, wir haben meine Waldläufer, die da gleich reinrennen werden und dann kommen da gleich schon meine Elite-Viecher angerannt. Die ja gleich noch mehr machen. So. Mhm. Ja, wir warten da mal noch kurz. Ja, zwei Frostgolems, die werden wir ja wohl auch noch gut tot kriegen. Nehme ich zumindest an. Puh, scheiße. Weißt du eigentlich, wie lange wir schon aufnehmen? Das weiß ich nämlich gar nicht. Ich weiß nämlich auch gar nicht mehr, wie viel Platz ich noch auf meiner Festplatte habe. Es war nicht allzu viel, als wir angefangen haben. Ich glaube 160 GB oder so. So. Ah, genau. Das sind auch gleich noch unsere Leute auf dem Weg. Oh, da kommen noch mehr Eltern. Oh, da kommen noch Älteste. Den Elfentitan hatte ich auch ganz vergessen. Es kann noch kurz dauern, bis meine ganzen Leute eingetroffen sind. Die müssen sich jetzt erstmal alle sammeln, formieren und dann wird losgelegt. Komm da. Hä? Woher hast denn du jetzt erwachte Tote? Okay. Und die sind dauerhaft da, oder wie? Geil. Cool. Die Waldläuferinnen haben übrigens gerade zwei Frostgolems gekillt. Und das ohne, dass einer von denen stirbt. Ich bin stolz auf sie. Ich bin wirklich stolz. So, während hier jetzt die gerade noch kurz brauchen, damit die Armee versammelt wird, kann ich jetzt mal auf mein Handy mal schauen. Ja, gebe Applaus. Drei neue Nachrichten. Jo. Abo High Five. Schön. Okay. Meinen beiden Gästen, die in der letzten Aufnahme ja dabei waren, ist übrigens gerade, also denen ist aufgefallen, dass sie etwas bei mir vergessen haben. Und deshalb werden sie dann gleich. Deshalb, ja. Das soll ich denen dann mal noch zuschicken. So, ich schicke jetzt meine Waldläufer da rein. Also wenn meine Waldläufer das alleine schaffen, das wäre ja, das wäre ich, das fände ich richtig geil. Auch wenn es irgendwie unrealistisch ist. Obwohl, abwarten. Das sind so viele. Ja, stimmt. Ja, du hast ja noch 50 Paladine in Reserve. Also ich fände es lustig, wenn sie das schaffen würden, aber auch wenn sie es, glaube ich, nicht schaffen. Ey, ich habe auch noch hier eine 40er Armee mit zwei, mit unter anderem. Oh, du meinst solche Wellen wie hier die Trolle oder wie? Ah!
Oh, ja. Ich kann deinen Punkt nachvollziehen. So ein bisschen. Ja, wenn die sowas wie Eis, also wenn die Eiswelle hätten, das wäre, das fände ich leicht unfair. Okay, mein Typ ist gerade eingefroren mitten im Schlag. Nein, du machst weiter das Gebäude kaputt. So, die restlichen Golems sind jetzt nicht weiter ein Problem. Die, meine Leute schnetzen die nieder. Kort. Und wir lassen der Erde, das sieht gut aus. Jo. Ich habe über die Hälfte meiner Waldläuferinnen verloren. Warte mal kurz. Warte, ich sammle mal kurz meine Armeen, dann möchte ich dir was Lustiges zeigen. Ja. Wir haben übrigens Folgendes gefunden. Also ich habe jetzt Folgendes gefunden. Paladin der Menschen, Kriegspriester der Zwerge, Hüterin der Elfen, Champion der Trolle, Veteran der Orks und Havoc der Dunkelelfen. Habe ich was zu verkaufen? Schön. So, und jetzt richte deinen Blick bitte mal auf meine Armee. Hm, ja, ich sehe deine Armee. Ups, nervöser Finger. Nicht meine Schuld. Die wollten sterben. Kann man das eigentlich auch bei seinem Helden machen? Beim eigenen, also beim Haupthelden nicht, aber bei den Runenhelden schon. Schade. Ich hab's versucht, es geht nicht. Ich hab's auch gerade versucht. Sterben. Okay, geht nicht. Okay, jetzt kann ich ein paar Kleriker bauen. Warte, ich schicke Kleriker runter. Die werden alles rausreißen. Und ein Landsknecht noch hinterher. Nein, die Rest, nein, meine schöne Elite-Falle. Die vernichte ich nicht. So. Dann. Da ja die Statistik verzogen wird, wenn du zuerst durchs Tor gehst, speicherst du am besten? Ich speichere auch. Mhm. Moment. Gespeichert? Jo, ich hoffe, die Havox kann man gut verkaufen. So, schön. Jo, oh. Effizienz. Ich habe eine höhere Wertung als du. Aber ist ja klar. Du hast dafür eine höhere Effizienz. Ist aber auch klar. 84 produzierte Gebäude, nett. 4 zerstörte Gebäude, größte Armee 80. Oh, nicht schlecht, was ich so an Rohstoffen gemacht habe, oder? Ach du Heilige. Okay, ist klar. Ich habe mehr Ari als du, Monster, aber ich bin zufrieden. Hm, das stimmt allerdings. Hast du? Ich weiß. Nett. Gut, okay. Das so. Wär's. Na dann. Ich informiere mich noch gleich, was die nächste Karte ist. Oh nein, du das lieber nicht. Du wirst dich freuen. Trolle. Oh, na toll. Dieselben wie gerade? Ja, genau dieselben. Ich freue mich. Ab diesmal keine Golems, oder? Ja. Wir freuen uns dann nächste Runde. Ich glaube, ohne Golems, aber mit den Trollen. Naja. Ich freue mich, wenn ihr auch wieder zuschaut. Na dann. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und Aufnahme. Tschüss.